Thomas, du bist übrigens gefeuert. Hallo? Was geht ab, meine lieben Freunde? Ey, ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr meinen Code Revenzeit einfach eingeben würdet, meine Freunde. Dankeschön, ich küsse eure Augen. Viel Spaß mit dem Video. Ciao. Gut, Leute. Ganze ist dann doch nicht. Thomas ist doch nicht gefeuert. Aber und nicht. Du bist gefeuert. Ja. Aber ich suche trotzdem jemanden für mein Team. Und zwar schon ab demnächst. Ganz kurze Story zum Background, damit ihr mal versteht, was hier gerade abgeht. Thomas ist natürlich nie entlassen, sondern vielleicht habt ihr es selber schon mitbekommen. Thomas ist mittlerweile so weit, dass er quasi seinen eigenen Content auf seinem YouTube-Kanal, auf seinem Twitch-Kanal macht. Die findet ihr auf jeden Fall nicht in der Videobeschreibung, weil das absolut unnötig ist. Stell dich trotzdem rein. Ja, super, Löcher wieder raus. Könnt ihr dann auf jeden Fall auch selber aussuchen. Und ich habe mit Thomas tatsächlich vor 2 Jahren angefangen zu arbeiten ungefähr. Und er hat damals schon gesagt, ey, ich perspektivisch gesehen bin ich so ungefähr 1,5, 2 Jahre bei dir. Dann mache ich meinen eigenen Kram. Das war mir damals bewusst und das war völlig in Ordnung für mich. Und jetzt ist quasi dieser Punkt gekommen, wo Thomas sich entschieden hat, okay, ich mache jetzt meinen eigenen Scheiß und möchte mich jetzt quasi selber weiter orientieren, weiterentwickeln und kreativ selber ausleben können. Und das ist vollkommen okay. Das heißt, wir gehen hier vollkommen gut auseinander. Das heißt, wir gehen nicht mehr auseinander, sondern werden wahrscheinlich noch weiterhin irgendwie zusammen Content kreieren. Thomas ist auch nicht komplett bei mir raus. Es gibt immer noch Projekte, wo ich ihn sicherlich für gebrauchen kann, wie Musikvideos, Putzen oder halt den einen oder anderen pornografischen Videodreh. Den haben wir auch schon hinter uns, ne? Das auf jeden Fall erstmal zur Grundsituation, also es geht hier nicht zum bösen Punkt auseinander oder sowas. Voll romantisch, wir haben nämlich genau auf, nicht auf der Couch, aber auf der anderen Couch, im UFO, genau in der Konstellation. Ja, nur dass du damals noch viel, viel stiller warst und mir das deutlich besser gefallen hat. Digga, ich wusste nicht, was ich sagen soll, ne? Ja, besser ist es. Dann sagst du jetzt am besten auch gar nichts. Genau, so sieht es quasi momentan aus und ja, ich suche natürlich jetzt jemanden neuen. Ich habe, so wie Felix das jetzt gemacht hat, das Ganze auch ein wenig ähnlich vor. Ich habe angefangen vor, glaube ich, 2 Jahren dann das erste Mal mit einem Kanal zusammenzuarbeiten, hatte vorher irgendwie alles immer selber gemacht und dachte mir, eigentlich ist es easy machbar. Jetzt mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, ich bin Host der Allman Awards, ja, die sind extrem, also das ist extrem aufwendig. Die kommen ja einmal im Jahr. Die kommen ja einmal im Jahr, ne? Die Gala für dieses nächste Jahr muss auf jeden Fall vorbereitet werden. Nein, in meinem Leben ist momentan gerade so viel los. Musik geht steil, not so cool geht steil, unser Label CyberGen geht steil. Es gibt noch andere Unternehmensgeschichten, die unglaublich viel Zeit und Liebe bedürfen. Mein YouTube-Kanal wird gerade ein wenig umstrukturiert. Twitch sowieso gerade komplett ist drunter und drüber. Da bin ich gerade sehr viel noch ausprobieren, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Und ich möchte einfach wieder mal ein bisschen Freizeit haben. Deshalb ist es auf jeden Fall für mich unabdingbar, dass ich jemanden brauche und was ich genau von euch erwarte und wann ich mir quasi vorstellen kann, euch quasi mein Team aufzunehmen und was ihr dafür tun müsst, um eventuell da reinzukommen, das erzähle ich euch jetzt. Beginnen wir doch erstmal, ich habe das hier ganz, ganz klassisch aufgeschrieben auf so einem Zettel, Alter. Beginnen wir erstmal ganz klassisch mit den Aufgaben. Ich suche tatsächlich... Es wird wirklich Zeit, dass Thomas geht. Es ist einfach an der Zeit, dass du deinen eigenen Weg jetzt gehst. Bitte. Weil ich so lustig bin? Nein, weil ich bin still. Ich suche auf jeden Fall jemanden, der nicht nur den Videoschnitt für mich macht, sondern auch viele weitere Sachen. Am liebsten hätte ich echt eine Person mit bei mir im Team, die A, auf jeden Fall das Allerwichtigste für mich, menschlich super, super direkt ist und auf jeden Fall einen ähnlichen abgefuckten und derben Humor hat wie ich. Das heißt, das A und O ist auf jeden Fall, dass du auf jeden Fall das ein oder andere Ding wegstecken kannst, ohne gleich anfangen zu weinen. Thomas kann davon ein Lied singen. Thomas hat die ersten 3 Monate nur geheult. Dann habe ich 3 Monate geheult wegen Thomas schlechter Arbeit. Das war eine extrem schwierige Zeit. Genau, dann suche ich quasi jemand, der meinen Videoschnitt übernimmt. Ich suche jemanden, der mich gleichzeitig auch im filmischen und videografischen Sinne ein wenig unterstützen kann. Das heißt, der mal die Kamera führt bei einem Vlogdreh, wenn ich quasi Formatdreh habe, der hier mit vor Ort ist, der sich ein bisschen mit Tontechnik auskennt. Dann wäre es natürlich auch echt optimal, wenn derjenige vielleicht sogar ein paar Fotografie-Skills mitbringen würde. Das heißt sogar, mal das ein oder andere Instagram-Pick mal schnell mit mir machen könnte. Das passiert meistens auf ganz spontaner Basis. Wir sagen kurz, yo, sieht cool aus wie der Spot, shooten wir ganz kurz, steigen wir aus. Und derjenige kann das dann im besten Fall direkt graden und bearbeiten. Generell gibt es aber noch ein paar Aufgaben, die weit über das ganze alltägliche Cutter-Ding quasi hinaus. Was soll das, Thomas? Ich mache spontan Instagram-Bilder. Ja, sieht super scheiße aus. Weit über das normale Cutter-Bild, weit über die normalen Cutter-Tätigkeiten hinausgehen. Und zwar sind das so dicke kleine... Tippen. Halt doch jetzt einfach den Mund. Und zwar sind das so Kleinigkeiten wie zum Beispiel Designaufgaben. Das heißt, wenn ich mal sage, yo, schau mal, ich bräuchte hier unten kurz einen Twitch-Banner oder einen anderen Rahmen für meine Facecam auf Twitch oder könntest du mir vielleicht die andere Übergangsanimation bei Twitch basteln? Das hat Thomas auch schon gemacht. Sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Da gebe ich auch im Regelfall eigentlich genügend Vorlauf. Nicht immer. Aber im Regelfall. Dann wäre es mir ultra wichtig, dass du neben diesen ganzen Arbeiten auch vielleicht sogar in der Lage bist, vernünftige Thumbnails zu erstellen. Denn ich habe lange Zeit mit jemand anderem zusammengearbeitet, der das für mich gemacht hat, habe sie auch lange Zeit vorher selber gemacht. Dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, es macht einfach keinen Sinn, weil du wirst einfach nicht besser in Photoshop, du bist extrem schlecht in dem, was du tust. Dann hat Thomas die eine Zeit lang gemacht, dann zwischendurch auch wieder andere Leute und jetzt wieder Thomas. Aber im besten Fall ist es einfach so, dass ich quasi wirklich mich mit der Person hier morgens treffe, die ganzen Sachen durchquatsche, Videoschnitt, Thumbnail und so weiter und so fort und da auf jeden Fall auch im Thumbnail-Bereich mitarbeitet. Generell
generell viele Leute, die meinen Kanal nicht kennen. Ich lade 7 Videos Gaming die Woche hoch und ungefähr 4 Videos an Abend-Real-Life-Formaten, so um den Dreh. Das kann auch mal nur ein Video von diesen Abendvideos sein oder mal keins oder auch mal 6. Das differenziere ich immer so ein bisschen, je nachdem, wie ich Zeit und Lust habe. Soll ja nicht nur Müll kommen. Das ist auf jeden Fall das Ding. Dann würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass ihr Erfahrungen mit Premiere Pro CC habt. Ein Programm, was auf jeden Fall gerade für Gaming-Videos ein unabdingbares Teil ist, wo ich extrem glücklich wäre, wenn ihr auf jeden Fall anständig und sehr komödiantisch schneiden könntet. Dazu komme ich aber später nochmal. Dann wäre es natürlich extrem cool, wenn ihr irgendwie Photoshop-Skills hättet für die Thumbnails und vielleicht auch für Fotograding und im besten Falle sogar leichte Skills in After Effects mitbringen könntet. Pipapo. Nur mal so. Das wäre ganz nice. Generell, was für Menschen suche ich eigentlich? Was für ein Profil habt ihr neben diesen ganzen Tätigkeiten? Für mich wäre es auf jeden Fall cool, dass ihr eure Schule zumindest schon mal zu Ende gebracht habt und auf jeden Fall 18 Jahre alt seid. Also alles unter 18 macht einfach wenig Sinn. Im besten Falle geht ihr jetzt nicht hin und brecht eure Schule ab, sondern habt sogar eure Schule oder eine Ausbildung sogar schon abgeschlossen und sagt, ey, ich möchte etwas anderes versuchen. Wenn ihr jetzt auch 23 seid und sagt, yo, ich habe gerade meinen Bachelor in, keine Ahnung, von mir ist auch Informatik und sagt, ich möchte aber gerade jetzt mal was anderes ausprobieren, meldet euch auf jeden Fall gerne. Generell suche ich auf jeden Fall jemanden mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr. Also es wäre schon cool, wenn ihr ein Jahr Zeit habt. Klar kann es sein, dass ihr mich nach 2 Wochen hasst, das ist relativ wahrscheinlich, und ihr dann einfach wieder geht. Oder ich halt nach 2 Jahren sage, fuck man, es ist einfach Zeit, dass du weg bist. Das könnte natürlich auch passieren. Also wie gesagt, die Mindestlaufzeit ist auf jeden Fall ein Jahr. Das würde ich mir definitiv wünschen. Wichtig wäre auf jeden Fall, dass derjenige auch so ein bisschen in der Formatentwicklung mithilft. Das heißt, wenn derjenige quasi mal eine coole Idee hat für ein Video oder sagt, ey, schau mal, was hältst du da und davon, dass man mit demjenigen auf dieser kreativen Ebene echt extrem cool reden kann. Dass man sich vielleicht sogar ein paar Gedanken brainstorming-mäßig für Musikvideos, für Logos und so weiter und so fort machen kann. Und ich mit demjenigen einfach echt auf einer Wellenlänge viben kann. Dann ist vielleicht auch eine persönliche Präferenz für mich. Ich würde mir echt wünschen, wenn derjenige Memes versteht, nicht so wie Thomas, der einfach so... Nein, Maul, deine Memes, Alter. Meine Memes sind crispy nice. Also ich fände es auf jeden Fall nice, wenn du ein gewisses Maß an Humorlevel und Meme-Verständnis vielleicht mitbringen könntest, weil ich einfach goddamn in dieser Welt lebe und das als extrem wichtigen Punkt empfinde. Unten in der Videobeschreibung findet ihr auf jeden Fall eine Datei von 5 Minuten. Das ist ein Gaming-Video, welches ihr mir mal gerne auf, keine Ahnung, auf circa 1 Minute runterschneiden dürft. Macht das Beste draus, stellt euch auf jeden Fall da keine Grenzen. Editiert einfach mal hin und her, ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Dann würde mich echt interessieren, was ist euer Lebensziel? Also was habt ihr quasi so in eurem Leben vor? Wo wollt ihr irgendwo mal hin? Und was ist eure Motivation, hier überhaupt quasi mitmischen zu wollen? Für mich wäre es natürlich am geilsten, wenn ihr nach Köln kommen würdet. Und warum das der Fall ist und wieso gerade Köln, das zeige ich euch gleich mal oben. Kommen wir mal ganz so zum Aufbau der ganzen Bewerbung. Das Video soll maximal 2 Minuten lang sein. 1 Minute davon ungefähr soll der Gaming-Part sein. Der Rest soll auf jeden Fall eine kurze Vorstellung von euch sein, ungefähr 30 Sekunden. Dann könnt ihr gerne ein paar Bilder zeigen, die ihr gemacht habt. Eventuell ein bisschen was Vlog-Technisches runterschneiden. Das könnt ihr auch gerne mit in die Vorstellung mit einbringen. Ein paar Thumbnails, Fotos und Designs, die ihr schon mal gemacht habt, inklusive Grading quasi kurz vorstellen und ein kleines Selbstporträt über euch geben. Das Ganze könnt ihr dann auf YouTube hochladen und gesammelt mit einem Link und einer kurzen Mail, wo ihr euch nochmal ganz kurz vorstellt, an diese Adresse hier schicken, apply@spacemanagement.de oder mgmt.de. Generell suche ich diese Personen so bis Mitte ungefähr März, das ist so ungefähr der Horizont, den wir so gesetzt haben, kann auch früher oder später sein, da sind wir auf jeden Fall offen. Thomas ist auch nicht sofort weg, also wir haben da auf jeden Fall genügend Zeit, selbst wenn ihr jetzt sagen solltet, ich kann jetzt im Mai oder sowas, ist das auf jeden Fall auch kein Ding. Das quasi einmal zu dem ganzen Bewerbungsprozess, was quasi in diese Bewerbung, ich will das gar nicht bewerben, aber dieses Vorstellungsvideo so rein soll. Warum gerade Köln und warum ich mir wünschen würde, dass derjenige nach Köln kommt oder sogar schon in Köln wohnt, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Kommt mal mit. Nö. So, mein Büro zeige ich euch erst später. Wie gesagt, die Roomtour kommt noch, aber ihr könnt mal ganz damit hochkommen. Beziehungsweise ich kann euch ja mal ganz so euren Arbeitsplatz zeigen. Der wäre nämlich hier, das Treppenhaus ist offen und hier ist eine Menge Müll. Da wird dann euer PC in die Ecke Nein, natürlich nicht. Kommt mal kurz mit und ich kann euch mal ganz kurz zeigen, wo ihr dann quasi sitzen würdet und wie das Ganze dann hier funktioniert. Euer Arbeitsplatz wäre dann quasi dieser. Hier ist nämlich noch ein freier Arbeitsbereich, weil ich stehe momentan im Kühlschrank mit Red Bull. Das geht natürlich auf Nacken von uns. Also es gibt immer was zu trinken, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Hier würde dann euer PC stehen plus ein NAS-Server. Ein NAS-Server ist quasi ein kleines Servergehäuse, auf dem alle meine Videodateien synchronisiert hochgeladen werden für euch. Das heißt, ich kann euch die Sachen quasi direkt nach meinem Aufnehmen geben und ihr könnt die Sachen quasi direkt runterschneiden. Ich fände es echt cool, wenn ihr ein paar Tage der Woche, also 4-5 Tage in der Woche hier im Büro wärt. Ihr seid natürlich nicht alleine hier im Büro, sondern habt natürlich auch wunderbare, nette Menschen, die neben euch sitzen. Das ist einmal der liebe Volkan und die liebe Kim. Ja gut, Kim ist nicht so, dann keine Ahnung, können wir doch gerne eine Wand hochziehen. Bevor wir im Büro sitzen natürlich auch noch ein paar andere Leute, unter anderem der liebe Mo und Joni, die aber gerade nicht da sind. Spots on. Mo, bitteschön. Guten Tag, ich bin Mo. Das ist quasi mein grundlegendes Profil, was ich so ein bisschen vorstellen kann von meiner Seite. Macht euch keine Sorge, ihr werdet auf jeden Fall gut und ausreichend bezahlt. Da kann Thomas, glaube ich, von Thomas sein, bitte ehrlich.
Okay, es sind 300 Euro. Es sind 350 Euro, aber Thomas war auch einfach nicht mehr wert. Nein, macht euch auf jeden Fall keinen Kopf oder um Gehalt oder sowas. Das wird auf jeden Fall, wie gesagt, echt ordentlich entlohnt. Es wird eine Vollzeitstelle sein, das heißt, ihr seid Vollzeit bei mir angestellt. Wenn ihr jetzt der Meinung seid, wenn ihr jetzt wirklich der Meinung seid, nebenbei noch was machen zu wollen, ihr könnt gerne YouTube, Twitch und sowas machen. Ich sage euch nur, nutzt die Zeit lieber zum Schlafen. Ich glaube, das kann Thomas auch ganz gut bestätigen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auf jeden Fall echt eine Menge zu tun und fände es, glaube ich, sogar cooler, wenn ihr hundertprozentig auf die Arbeit hier fokussieren könnt. Das ist quasi so mein kleines Porträt, Mindestcommitment ein Jahr. Ich würde mich extrem freuen. Fände es extrem geil, wenn ihr hier in Köln wohnen würdet oder sogar bereit wärt, für diese ganze Aktion umzuziehen. Köln ist eine sehr schöne Stadt. Wir helfen euch auf jeden Fall dann oder helfen dir dann auch in dem Falle natürlich dabei, hier eine Wohnung zu finden. Männlein, Weiblein, mir komplett egal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch bald in meinem Team willkommen zu heißen. Hier ist die Bewerbung. Bewerbungsschluss mache ich jetzt einfach mal keinen. Ich sage jetzt nicht so wie Dena. Das geht aber jetzt nur bis Februar, den 5. Nee, haut einfach mal raus, meine Freunde. Bis Mitte März, Ende März möchte ich mich auf jeden Fall am liebsten entschieden haben. Das war's dann von meiner Stelle. Hier einfach den Link hinschicken. Eure Videos könnt ihr gerne öffentlich auf YouTube hochladen. Schreibt einfach den Titel Bewerbung Revi. Das war's. Schreibt einfach in den Titel Bewerbung Revi. Das bewerbt euch einfach bei mir. In diesem Sinne, meine Freunde. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin damit raus und freue mich auf jeden Fall auf eure Einsendung. Küsse eure Augen. Macht's gut. Tschüss.